Hallo und ganz herzlich willkommen bei Vitaltalk. In diesem Video geht es um etwas in eigener Sache. Normalerweise kennt ihr mich ja immer im Interview, im Talk, im Vitaltalk mit einem anderen Menschen oder mit mehreren Menschen. Und heute möchte ich in eigener Sache etwas über meine eigene Expertise sagen. Es geht um das Thema, Kernthema vitalstoffreiche Vollwertkost oder Vitalstoffe. Und ich erkläre jetzt in kurzen Worten, was sind eigentlich Vitalstoffe. Hier seht ihr ein Schälchen mit Vollkorngetreide. Und dieses Vollkorngetreide stellt man sich einfach so vor, das wäre jetzt in der Erde. Ich stecke dieses Korn in die Erde und gieße einfach einmal Wasser drauf. Und was passiert dann, wenn ich auf ein Vollkorn Wasser gieße und es ist in der Erde? Genau, es wächst eine Pflanze. Wenn ich jetzt diesen Rohstoff aus der Vitalstofflehre direkt verändere und ich mache daraus Brot, wie zum Beispiel dieses gebackene Vollkornbrot, dann entsteht ein anderer Gedanke. Ich nehme jetzt dieses Brot und ihr stellt euch vor, wir stecken jetzt diesen Brotkrümel in die Erde und gießen auf diesen Brotkrümel Wasser drauf. Das ist also ein erhitztes Getreide, gebacken bei 220 Grad und darauf schütten wir jetzt Wasser. Was passiert denn dann? Genau. Ich kriege da immer verschiedene Antworten. Die einen sagen, es schimmelt, da passiert gar nichts mehr. Und so ist es auch in der Tat. Es ist ein anderer Vorgang, ob ich dieses rohe Getreide nehme oder den Brotkrümel. Die Substanz ist die gleiche, aber diese war mechanisch verändert und sie wurde erhitzt. Und ich will damit einfach einen Gedanken anregen, nämlich das ist lebendig, da wächst noch was draus und das ist, da wächst nichts mehr draus. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, diese Erde wäre nicht die Erde, sondern euer Darm und wir essen in erster Linie vitalstoffreiche Rohware, unerhitzt nämlich, dann passiert einfach im Darm etwas anderes. Und wenn ihr euch vorstellt, das wäre jetzt die Zelle, das ist die Zelle und die Zelle kann sich aus dieser vitalen Lebensenergie eine Vitalenergie ziehen, damit erkläre ich ganz gern die Grundlage von Vitalkost und mechanisch oder fermentativ oder erhitzter Lebensmittel. Das ist, nennen wir dann bei Kollert die Nahrungsmittel. Und das war jetzt einmal so für den ersten Einstieg das Grundthema Lebensmittel, Nahrungsmittel, was ist da der Unterschied? Und vielleicht ist an diesem Beispiel anhand dessen ein bisschen erklärt, dass diese Energie eine andere ist wie in anderen Zuständen. So, soweit mal Lebensmittel und Nahrungsmittel.